Hallo Leute, es freut mich, dass ihr wieder zuschaut. Heute wollen wir ein Fahrzeug von Kobi zusammenbauen, und zwar den Wartburg 353. Der hat 73 Teile und kostet 12,95 Euro. Ein sehr schönes Fahrzeug, passend zu meinem T-Shirt. Ja, die Rückseite, so sieht er dann von hinten aus. Den werden wir aber nachher dann richtig schön besichtigen. Ja, er ist in der Größe 1:35, wie die meisten Kobi-Modelle. Die passen dann alle schön zusammen. Der passt zum Beispiel gut zu dem Trabi, den wir hier gebaut haben. Ja, dann wollen wir das Ding mal aufmachen. So, wer hätte das gedacht? Da sind Bausteine drin. 3, 4 Tüten an der Zahl. Eine Bauanleitung. Ja, das sieht doch mal ganz ordentlich aus. Und bei Kobi, no Sticker. So wie es sich gehört für ein anständiges Set. So, hier habe ich die Front- und die Heckscheibe. Und die ganzen Scheiben in einem Tütchen. Wollen wir noch mal schauen, wie die aussehen. Ja, ich bin auffällig still. Ein paar kleine Mikrokratzer, ansonsten keine Kratzer drauf. Wunderbar und wunderschön durchsichtig. Die Farbe des Fahrzeuges ist auf die Scheiben gedruckt und vor allen Dingen die Scheibenwischer sind ebenfalls auf die Windschutzscheibe gedruckt. Die Heckscheibe auch wunderschön. Sieht aus, als wäre sie innen drin ein bisschen schmutzig und nicht verkratzt. Aber da können wir ja gleich mal nachgucken. Ja, die ist ein bisschen schmutzig, die muss man sauber machen. Kann passieren bei dem Wetter. Ja, bei uns hat es heute geschneit. Ja, Ostern ist vorbei, der nächste große Feiertag außer Pfingsten ist halt Weihnachten und den Schnee haben wir schon. Ja, ist nur schmutzig. Okay, sehr gut. Halt Kobi-Qualität. So, dann können wir auch die anderen Tüten aufschneiden. Ja, dann
jetzt werden wir mal anfangen mit dem Aufbauen. So, kommen wir zum Fazit. Hier ist das wunderschöne Modell. Ich muss da erstmal wieder was holen, weil der Fokus kann mich heute wieder mit nicht leiden. So. Ist ein wunderschönes Modell. In einem schönen, satten Grün. Und ich sage so, wie es ist. Das Grün ist grün. Da ist kein Farbverlauf, dass an der falschen Platte dabei ist oder eine falsche Farbe. Das ist alles ein und dasselbe. So, wie üblich ist natürlich selbstverständlich wieder ein Schildchen dabei. Damit man es dann in die Vitrine stellen kann. So, die Anleitung, naja, alles okay, gibt keine Probleme. Auf der Rückseite sind noch ein paar andere Modelle, die hoffentlich schon da sind. Der braune in der Mitte, der Wazawa oder wie auch immer heißt, den werde ich mir wahrscheinlich noch holen und den werden wir noch auch zusammenbauen, insofern er lieferbar ist. Ja, also ich würde sagen, ein wunderschönes Modell für die Vitrine, eventuell auch zum Spielen. Läuft wunderbar, ihr seht selber. Und 100%ige Kaufempfehlung. Ja, die normalen Mikrokratzer und so weiter, wie auf allen Steinen, da kann sich keiner vor schützen, denke ich mal. Oder er müsste es aus Stahl machen. Ja, für 12,95 Euro ein wunderschönes Modell. So Leute, das war's für heute.
Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Ja, dann verabschiede ich mich mit Tschö, macht's gut.